steigen bald die Zinsen für Immobilienfinanzierungen? Das weiß ich nicht, aber ich möchte kurz ein paar Gedanken mit euch dazu teilen, weil wir haben vor ein paar Tagen, Stefan und ich, mit einer Bank von uns gesprochen zu genau diesem Thema. Und das fand ich sehr interessant. Außerdem gab es ja am Donnerstag das Meeting der Europäischen Zentralbank. Da wird ja immer jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Und deswegen beteilige ich mich mal ein bisschen an Spekulationen über den Zinsmarkt, um am Ende dabei rauszukommen, dass es überhaupt keinen Sinn macht, damit irgendwie zu spekulieren. Aber trotzdem, ein bisschen erklärt. Also wir haben grundsätzlich mal einen Leitzins, denke ich, weiß jeder von euch, den legen Zentralbanken fest. Das ist also ein Zinssatz, für den können sich Banken Geld leihen von den Zentralbanken. Die geben das Geld dann an uns Immobilieninvestoren weiter und wir kaufen damit Immobilien. Ist das für uns teurer, also ist der Zinssatz hoch, logischerweise, dann haben wir schlechtere Renditen, dann können wir niedrigere Kaufpreise bezahlen und Immobilienpreise sind eher niedriger. Jetzt ist es so, dass seit sehr vielen Jahren die Leitzinsen sehr niedrig sind und die Bauzinsen entsprechend auch immer niedriger wurden und man eigentlich nach wie vor, auch wenn die in den letzten Monaten ein bisschen hochgegangen sind, auf einem historischen Tief ist und sehr, sehr günstig Immobilien finanzieren kann. Immobilienpreise entsprechend sind ja auch gerade hoch. So, und wir hatten mit unserer Bank gesprochen über ein sogenanntes Zinsabsicherungsgeschäft. Ein Swap haben wir noch nie gemacht und möchte auch unbedingt gleich mal vorweg sagen, also zu spekulieren mit Zinsen, auf eine Zinsänderung zu spekulieren und damit Geld zu verdienen, da würde ich aber sowas von die Finger lassen. Ja. Um was es bei uns geht, ist, wir haben eine größere Nachbeleihung vor bei einem größeren Projekt bei uns, wo wir quasi wirklich die Immobilie sehr, sehr stark entwickelt haben und dann sagen, jetzt ist die viel mehr wert als vorher und jetzt wollen wir gerne Eigenkapital rausziehen. Das macht die Bank auch sehr gerne, aber eben nur zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn wir diese Entwicklung schon abgeschlossen haben. Jetzt wissen wir, die ist dann irgendwann abgeschlossen, wir wissen aber nicht genau, wann und wie bewertet das die Bank, wie kommen wir dann mit diesem Prozess voran. Ich sage es mal ganz grob, frühestens in 6 Monaten, maximal in 18 Monaten, Chelsea, ist der Prozess abgeschlossen. Jetzt standen wir vor der Frage, Stefan und ich, was ist denn, wenn die Zinsen dann höher sind? Weil das könnte ja so ein bisschen sein. Wäre doch schön, wenn wir uns das jetzt schon sichern können. Und vor diesem Hintergrund haben wir dann die Fragen mit der Bank diskutiert und die haben uns dann auch schöne Charts gezeigt für dieses Zinsabsicherungsgeschäft. Und dabei gab es einen Chart, möchte ich euch kurz von erzählen. Ich habe es auch hier aufgemalt, aber es ist ein bisschen schematisch, ein bisschen schwer. Also ich halte es hier mal kurz rein, wer sich das so angucken will. Ja, das ist von mir einfach nur abgemalt. Die letzten 5 Jahre zurück zeigt dieses Chart zuerst mal quasi am Boden liegende Leitzinsen oder Euribor, ja, setze ich mal gleich, im Prinzip fast eine gerade Linie und eben ganz, ganz weit unten. Und dann gibt es eine zweite Linie, sagt die Bank, das ist unser Aufschlag für so ein Zinsabsicherungsgeschäft, den wir nehmen. Und diese, wie hoch dieser Aufschlag ist oder wie sich der verändert, das ist eigentlich das Interessante jetzt, um so ein bisschen in Richtung Prognose der Bank abzuleiten, weil die Bank logischerweise, wenn sie jetzt so ein Zinsabsicherungsgeschäft mit uns macht, dann bedeutet das, wir locken uns Zinsen von heute ein, zahlen darauf eine Prämie quasi. Wenn nachher die Zinsen entsprechend sehr hoch gehen, ist das für die Bank schlecht, weil dann muss die das ja ausgleichen, wir haben es ja abgesichert. Und andersrum, würden die Zinsen so bleiben oder weiter runtergehen, wäre das für uns kein gutes Geschäft gewesen. Entsprechend kann man daraus ableiten, was die Bank so ein bisschen denkt und was die Banken denken. Und da sieht man, dass in den Jahren, der Abstand so in den Jahren 2017, 18, 19, ja, war so ein gleichbleibender Abstand zwischen dem Aufschlag, den die nehmen. Und dann ging der für so 2 Jahre, 1,5 Jahre, haben die sich fast angeglichen, die Kurven. Das heißt, die Bank hat nicht damit gerechnet, dass es irgendwie in absehbarer Zeit eine Zinserhöhung geben wird. Und das hat sich in den letzten 6 Monaten, wenn man sich das Chart anschaut, sind einfach nur 2 Linien, die ich hier in die Kamera halte, für die, die im Podcast zuhören, ja, und dann sieht man ganz am Ende, gehen jetzt diese 2 Linien wieder ein bisschen auseinander. Das heißt, man zahlt jetzt schon einen Aufschlag dafür. Das heißt, die Bank sagt, wenn ihr euch Zinsen jetzt sichern wollt, sagen wir mal für 10 oder 20 Jahre, jetzt diese niedrigen Zinsen, dann muss ich aber jetzt ein bisschen ein höheres Zinsniveau bekommen, weil ich habe ein gewisses Risiko, dass diese Zinsen jetzt langsam mal ansteigen werden und dann wird es für mich ja teurer. Und genau das spannt jetzt den Bogen zu diesem lustigen Spiel von Wörtern auf der Goldwaage, was sagen alles die Zentralbanken. Ja. Wenn man da jetzt reinschaut, ist der Zusammenhang eben folgender, ganz grob, die Zentralbanken sollen
dafür sorgen, dass Geld stabil bleibt, also die Inflation nicht zu hoch wird. Jetzt ist die Inflation sowohl in den USA als auch in der EU sehr hoch, schon seit vielen Monaten, 5-6%. Jetzt hat die Zentralbank in den USA bereits durchblicken lassen, dass es dieses Jahr also auch möglich, dass mehrere Zinsanhebungsschritte, das machen die dann so in 0,25% Schritten, 25 Basispunkte, dass die auf jeden Fall drin sind. Ja, also da geht man schon eben, da spricht man von der Zinswende. Und wie gesagt, die Banken, die haben das heute auch für Europa eigentlich schon so ein bisschen auf dem Zettel und eingepreist, dass irgendwann die Zinsen mal hochgehen müssen. Warum? Weil die Inflation jetzt doch länger bleibt, als man dachte. Super gut übrigens für Immobilieninvestoren. Kann man sich ja, also Inflation ist nie gut für die Märkte auf Dauer auf so einem Niveau. Aber erstmal kann der Immobilieninvestor sich auch ein bisschen freuen darüber. Die Zentralbanken, die Europäische Zentralbank hat jetzt, also im Januar war man jetzt gespannt, die hatte jetzt am Donnerstag ein Meeting und man war sehr gespannt, weil im Januar wurde die Inflation wieder gemessen, sie war nochmal höher als erwartet, nicht höher als jetzt im Dezember gemessen, aber man dachte, die geht im Januar ein gutes Stück zurück, so stark ist sie nicht zurückgegangen und deshalb dachte man, jetzt kann die EZB fast nicht mehr daran festhalten und muss jetzt mal klare Signale geben, wann muss man leicht den Leitzins erhöhen, um dieser Inflation entgegenzuwirken, das Geld wieder stabiler zu machen. Das ist nur ganz, ganz vorsichtig passiert. Es gibt ein weiteres Instrument, die EZB kauft Anleihen, um Geld in den Markt zu bringen und sie muss quasi erstmal diese Anleihenkäufe stoppen und dann kann sie auch die Leitzinsen erhöhen. Und jetzt hat man quasi in Aussicht gestellt, dass möglicherweise die Anleihenkäufe gestoppt werden, hat eine Zinserhöhung für dieses Jahr nicht mehr ausgeschlossen und dadurch wird sie zumindest ein bisschen wahrscheinlicher. Es war ein vorsichtiges Signal, aber könnte schon irgendwie eins sein. Ob jetzt darauf die Banken wieder reagieren und die Bauzinsen jetzt nochmal in den nächsten Wochen ein bisschen höher gehen, keine Ahnung. Ja, ich, wie gesagt, glaube, die haben das schon so ein bisschen eingepreist und gehen von etwas steigenden Zinsen aus. Und was hat das für eine praktische Auswirkung? Also für Stefan und mich bei dieser Entscheidung, die wir treffen müssen, sind wir total unschlüssig. Am Ende geht es tatsächlich darum, also wenn wir sagen, wir glauben, wir brauchen jetzt für dieses Projekt, bis wir das Geld brauchen oder bis wir das Geld rausziehen können, brauchen wir noch 2, 3, 4 Jahre, dann wäre es ein anderes Gespräch. Dann würde ich sagen, lass uns jetzt auf jeden Fall absichern, weil wer weiß, was in 3 Jahren ist. Ne? Da kann dann schon, wenn das Inflation und was auch immer für Szenarien es noch in der Welt gibt, was die Inflation beflügelt, da kann das schon sein, dass die Zinsen einfach ein gutes Stück höher sind und dann könnte man jetzt einfach auf Nummer sicher gehen. Und jetzt auch ein Zeithorizont eben von 6 bis 12 Monaten vielleicht, da glaube ich, macht es einen marginalen Unterschied. Nur weil wir ja eben, das war hier ungefähr so, 0,3% mehr Zinsen jetzt quasi uns einlocken müssten, die wir dann safe haben, würden die Zinsen nur um 0,2 steigen, war es quasi nicht nötig, würden sie um 0,4 steigen, hätten wir so ein bisschen was gut gemacht, aber das sind dann wirklich auch auf die Gesamtsumme nicht so große Zahlen, dass das so eine Riesenentscheidung ist. Und genau, fand aber den Zusammenhang mal interessant, weil wir uns auch noch nie mit so einem Zinsabsicherungsgeschäft beschäftigt haben, dass die Bank uns das so erzählt hat und kommen am Ende wieder beim genau gleichen raus. Also wer jetzt gerade Immobilien kauft, wir machen das ja gerade auch fleißig, also man kann irgendwie natürlich mit variablen Zinsen arbeiten, das machen viele Profis. Ich bin großer Fan, Stefan und ich sind großer Fan, wir wissen, wir wollen die Immobilien so weit behalten und die sollen wirklich bis ins hohe Alter einfach passives Einkommen liefern. Lange festschreiben, die Zinsen sind historisch niedrig und nicht auf irgendwelche Spekulationen einlassen. Ja, ich hoffe, das war spannend und wir kleben weiter an den Lippen der Zentralbanken.